Herzlich willkommen zurück, Leute, zu Winning Put mit Chigo und Liquid. Hallo. Wack, wack, servus. Beziehungsweise Winning Put. Ja, wir Winning sind nochmal da. Wir spielen heute bei Nacht. Und direkt vorweg, bevor ihr wieder fragt, wir haben Keys für euch unten in die Videobeschreibung gepackt. Ihr findet einfach unten in der Videobeschreibung eine ganze Menge Keys. Also, wer zuerst kommt, der malt jetzt zuerst. Dann habt ihr hier nochmal die Chance, eure Keys einzugeben. Damit erhaltet ihr neue Schläger und neuen Ball und sowas. Also, wer Bock hat, einfach unten in die Videobeschreibung schauen, einen Key testen. Das wird bestimmt noch klappen, wenn ihr rechtzeitig ankommt. Und ja, viel Spaß dabei. So, und jetzt, wo Winning Putt. Ja, da haben wir jetzt vier Bahnen gespielt, jetzt nochmal bei Nacht. Mal schauen, wie das so wird. Schauen wir uns auch wieder gerne das Spiel an, ja, auf das ihr so lange gewartet habt. Das wird jetzt auch bald wieder kommen, wisst ihr Bescheid. Mit Freunden. Oh. Da war nix. Ja, ich habe leider Slight Overpull gemacht, über die 100 hinaus. Das habe ich auch, das geht ja noch. Dadurch wird ja nur hinten die Dingens kleiner, der Radius, wo du treffen darfst. Du kannst ja sogar, du kannst ja mit mehr Kraft schlagen als angegeben. Du kannst ja mit, sag ich mal, 110% okay. Schlagen. Ich will mal nach oben, also nach Übersicht gucken. Tab. Einmal kurz drücken. Tab was. Genau. Du kannst mit 110% schlagen, aber dann wird hinten ja, das kleine. Länger, ja. Ich war auch nur knapp nebendran eigentlich, aber das merkt man halt direkt. Aber ja, ist ja. Könnte auch für mich mies enden. Alles gut. Der sieht gut aus, der sieht richtig gut aus. Okay, noch alles. Nee, knapp. Doch. Wäre fast das falsche Grün gewesen. Ja, das stimmt. Nur fast. Ha, das war geplant. Okay. Ja, wie gesagt, wir haben jetzt bei Nacht eingestellt, einfach nur um zu schauen, wie sich das verhält oder ob es dann wenigstens immer noch hell genug ist. Hier sind ja mal diese schönen Scheinwerfer. Mal was anderes. Neue Strecken schaltet man mit Leveln frei. Ab Level 14 gibt es den nächsten Kurs. Ecke ist ja falsch. Der Kurs. Stimmt, genauso. Mehrere Bahnen. Fairway. Ach, kacke. Der Liquid liegt sogar näher dran als ich, aber da fällt im Bunker, ja. Ja, ich werde jetzt dann als nächstes zweimal am Stück schlagen, weil ich werde mit Sicherheit nicht so weit kommen. Warum flog der so flach? Das hast du doch gefragt. Ich dachte, ich wäre scheiße. Okay, gut. Mein Schläger, also vom Speed her und so, hätte ich rüberschlagen müssen schon. Ich dachte, ich habe sogar zu fest gehauen. Hm. Oh. Ich bin Sand mit dir. Ich habe Angst. Ja, geht ja. Immerhin. Doch. Fairway. Ja, das wusste ich. Okay. Ah, Slide Pull, das war kacke. Oder? War okay? War okay. Ah, wär der gerade gekommen, wäre der drin. Der ist sogar drin, oder? Also drin im Sinne von. Oh, ja, ja. Ja, ja, macht auch Time, ja. Ja, 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 ja. Nee, du hättest zum Schluss mittig in Grün gelandet, dann wäre der. Ring gekullert. Schade. Oh. Oh, gerade so drüber gesprungen, bitte. Alright. Alright. Okay. So, aber hier, das sieht auch einer geraden Fläche aus. Wird der erst da hinten schlimm, von daher. Ja, das Thema. Nee, gerade hier, das Grün ist relativ. Du hast den Putter ja schon genommen, ne? Ja, ich darf. Ah, jetzt darf ich wieder. Gut. Ich bin gerade nicht. Das ist der Drive. Drin. Das wäre der Putter. Der ist richtig. Ein Batch oder sowas müsste das sein. Oh, ja, fast. Nee. Green. Green. So. Okay, was haben wir hier? Mhm. Abschüssig, so, ja. Hm. Und ein bisschen fester. Mal feste drauf. Der sieht gut aus. Jawoll. Oh, er ist drin. GG. Weil hier bewegt sich ja nix. Hm. Ich meine, ist der zu kurz? Nee, der passt. Oh,
Sehr schön. Alle paar. Hab da fein gemacht. Also hätte schlechter starten können. Mhm. So, Rückenwind. Ich kann den Wind noch nicht einschätzen, inwieweit der den Schlag groß beeinflusst. Bin ich doll. Kommt immer darauf an, wie hoch du halt schlägst, ne? Beim Abschlag ja, am meisten. Das ist logisch. Fairway. Fairway. So, wie viel haben wir denn noch? Milliards. Was jetzt rechts in dem Bild steht, ist das schon unsere Entfernung oder ist das so die Start zu Ziel? Steht da auch 390 Yards bei allen? Oder dem Paar 4? Das müsste die Gesamtstrecke sein, weil du schlägst ja nur circa 200. Ja. Fairway. Okidoki. Konzentration. 68% Luftfeuchtigkeit. Ganz wichtige. Das ist natürlich fatal. Was sind 50 Grad Fahrenheit bei uns? Gute Frage. Fairway. Keine Ahnung. So, mit leichtem Rückenwind könnte ich zumindest voller Geschwindigkeit aus Grün kommen. Ah, schade. Ach, ja, ich fliege. Ist er wieder nicht hochgeflogen, war wieder sehr flach, der Schlag. Fairway. Hm. Strange, ne? Falsche Eisen. Mit was könnte man das nochmal wechseln? Mit Q und E. Eisen wechseln. Stimmt, ja. Denk an deine Zeit. Ja, bin schon am Schlagen, deswegen. Das kriegt ihr ja nur erst relativ spät angezeigt. Er kommt aufs Grün. Läuft. Nice. Ja, danke schön. Du hast aber den Schläger gewechselt, ne? Ich hatte den einen, der um 4 Yards weiterging, ja. Wurde halt am Ende das Feld wieder kleiner, deswegen war der ein bisschen weit nach links. Oh, scheiße. Der war richtig knapp. Good approach. Okay. Ich denke, du hast nicht so, die Fahne zeigt dir wirklich nur die Distanz an, ne? Du musst schon gut davor aufhören. Ja, weil sonst springt er entweder drüber oder... Ja, schade. Zu leicht. Zu lasch. Aber der wäre auch daneben gegangen. Oh Gott, das kann ich nicht einschätzen, wie schräg das Ganze hier ist, ey. Oh, das ist echt behindert. Keine Ahnung. Ah, ich hätte... Oh Gott, ich habe schon eine ganze Ecke nach links gelenkt, ey. Blöder Skin, ich wollte gerade sagen, von der Kamera her sah es schon so aus, wenn er daneben geht. Also, wo meine Kamera war, als du geschlagen hast. Okay. Nice. Ich finde aber auch, mich irritiert das persönlich irgendwie voll, dieses Gitter da auf dem Boden dann. Nee, das ist ganz wichtig. Also bei den Strecken hier ist das noch relativ, aber das ist normal. Bei Golfspielen ist das sowieso normal, dieses Gitter. Das ist wirklich die normale Anzeige. Ja, nee, das verstehe ich schon, aber ich hätte die lieber irgendwie separat rechts irgendwie unter der Karte oder sowas, als direkt auf dem Feld. Unter der Karte bringt dir doch nichts, das zeigt dir doch perfekt den Abhang überall an. Ja, mich irritiert, es scannt ja die Umgebung für dich. Du kannst ja nicht auf einer Karte anzeigen, das musst du ja schon so sehen. Rückenwind, aber nicht viel. Weiter geht's. Nehmen wir doch alle paar. Mhm. Ja, es kommt mal gut jetzt. Ui, nice. Bravo.
Nice. Da fliegt er. Da geht er gut ab, ey. Erde. Das war echt mal ein Abschlag. Ja. 226 Hertz, ey, krass. Natürlich auch riskieren, Overswing, ne? Mehr als. Mit Genauigkeit vielleicht. Hast du gemacht, Overswing oder was? Nee, eigentlich. Pretty good. Ich auch nicht. Aber war im Endeffekt auch nice. Ja. Sehr schön, sehr schön. Fairway. Ha, ich bin. Wie witzig. 0,16 Yard weitergerollt. Okidoki. No risk, no fun. Oh, knapp daneben, ey. Aber richtig knapp. War trotzdem gut. Ja. Den Hang. Pull er da noch teils runter. Okay. 400 selbst, 411 insgesamt. Alleine wenn wir 225 beim Abschlag schaffen. Ja. Dürfen wir nicht drauf kommen. Das stimmt. Doch, der war gut. Oh, krass, okay. Vielleicht ist es ja 411 ist der Kurs, yes, insgesamt, aber du schlägst ja nicht. Ja, okay, ja, 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 ja. Boah, ich müsste den Drive nehmen, aber das mache ich nicht. Damit er direkt bis hinfliegt? Ja, also ich... Hast du den genommen, Chigo? Ich habe überholt. Okay. Und getroffen. Also fast genau getroffen. Ja, aber da hast du ja den Vorteil, du hast Genauigkeit. Mhm, das stimmt. Oh, jo, der war super. Ach so, weil es dann nochmal bergab geht ein bisschen. Oh, shit. Ja. Also ja, von der Distanz her, wenn du jetzt gerade den Schläger hast, kommst du eigentlich nicht an. Also ich kam nicht an. Mach das einfach mal so. Der fliegt viel zu weit, oder? Nee, geht. Komm, bleib wenigstens hier noch. Komm schon! Apron. Das ist okay. Ja. Ich habe leider ein bisschen an der Grünen vorbeigezogen, deswegen ist er so weit auf die Seite geflogen. Oh, oh, Tiger! No! Oh. Scheiße. Ihr macht aber rein, oder? Naja, klar. Schade. Müsste eigentlich... Mhm. Ja, gerade? Komplett. Komplett. Ich musste nichts machen, außer einen ganz minimalen Ticken fester schlagen. Wobei ich das nicht mal gewusst hätte. Was haben wir hier? Die Strecke ist echt voll gerade. Ja. Vielleicht ein bisschen nach rechts. So. Bei mir war es eher ums Loch rum, dann fängt es an schräg zu werden, aber die Strecke, die ich schlagen musste, war echt gerade. Okay, der passt. Ja, wunderbar. Was haben wir jetzt noch? 15, 16 und die 18, oder? Ja. So, mal gucken, wo es hier hingeht. Erstmal voll abziehen. Oh Gott, viel zu weit nach links. Ganz nicht. Okay, irgendwie fliegt der aber weiter nach rechts als nach links. Wenn du zu weit links ist, heißt das, dass der Ball auch nach links fliegt. I know. Okidoki. Hm? Das ist sogar realistisch. Wenn du den Ball links treffen würdest, würde er nach rechts fliegen. Ja, richtig. Bisschen. Fairway. Okay.
schön. Da ist ein Baum im Weg, glaube ich. Ja, es liegt direkt vom Baum. Ich habe auch jetzt im Nachhinein überlegt, ob es eigentlich sinnvoll wäre, einen Ticken kürzer zu schlagen, dass du so diagonal, weil du siehst ja auf der Minimap, ne, diese zwei Bäume, wenn man diagonal dazwischen durchschlagen könnte. Sag dir einfach dran vorbei! Ja. Okay, der Schlag war echt gut. Fairway. Ja, der war cool. Nice. Ja, da liegt jetzt ein bisschen Baum. Ja, komm hier an dem Baum vorbei oder nicht, ist die Frage. No risk, no fun. Nice. Nice. Aha. Perfekt. Okay, krass. Aber ich weiß nicht, ob es bei mir auch langt. Weil ich hier noch ein bisschen näher an den Bäumen dran liege. Amazing. Amazing. Hast du vollgeschlagen? Ja. Wunderbar. Ah, schon noch ein Stück. Oh Gott, ich seh's schon kommen, ey. Ich schlag voll in den Baum. Aber Chico hat's drüber geschafft, also, ne, no risk und so. Oh. Ich hab grad kurz weggeguckt, aber vom Sound her hat sich das nicht nach drüber geschafft. Ich hab ein paar Blätter mitgenommen, ja. Deswegen kam er leider kürzer. Ach, shit. Ade. Alright. Müsste ich jetzt sein, oder? Ja. Ah, das war echt kacke, dass ich da ein paar Blätter erwischt habe. Ich hab's mir fast gedacht, weil mein Ball einfach näher an den Bäumen lag als deiner, Chico. Versuch's mit Geschwindigkeit, die Kurve zu nehmen. Ja. Da war eine Kurve nach rechts, ich hab einfach fester geschlagen, um da schnell durchzu. Oh, der war zu kurz. Na, wobei, könnte lang. Passt. Jawohl. Okay. Ja, dann muss Chico ja richtig gut da liegen. Jetzt ist dran gewesen. Mhm. Yes, Birdie. Yay. Der Baum hat bis um eins nach hinten. Oh, in einem. Okay. Ach du Scheiße. Okay. 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 Strecken sind auch immer cool. Wie bitte? Solche Strecken sind auch immer cool. Ja, die in einem möglich sind, meinst du? Ja, das nicht unbedingt. Klar sind sie einem möglich, aber darum ist es ja immer so spannend. Also das finde ich, macht Spaß sowas. Ja. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Lol. On green. Da ist er. All in one. Als ob. Hier ist rein. Nein. Okay. Oh, er steckt viel zu krass zu. Oh, das wollte ich gar nicht. Aber doch sehr nice. Gut. Ich bin sogar zu weit nach rechts gegangen. Also ich hab gedacht, der Wind macht mehr. Ach stimmt, ist ja 5 Wind noch auf die Seite. Wie zu fest, ey. Viel zu fest. Nice. Ich hab voll verrafft, dass man da ganz voll schlagen muss. Jetzt frage ich mich an, in welchem Schläger du geschlagen hast, weil ich hatte auch 100%. Echt? Ja. Mit dem, den ich standardmäßig vorgeschlagen bekommen hatte.
Oh, weite Distanz. Und er geht schon leicht nach links, aber es passt. Oh, nice. Oh, der war nicht schlecht. Der war nicht schlecht. Der ging halt ein bisschen bergab und nach rechts rüber. Und da gibt es sogar einen Replay. Nach links, ja. Oder? Das ging schräg nach rechts rüber, deswegen habe ich nach links gezielt. Sieht optisch aber, wenn man das nur so betrachtet, wirklich aus, als ob es nach links gefälle hätte. So, geht nach rechts und ein wenig stärker zuschlagen. Hey, okay. Wird gemacht. Damn. Der passt auch. Läuft. So. Yes, Birdie. Läuft bei uns. Letzte Strecke, das letzte Loch auf der Bahn. Das letzte, ja. Wie, mhm. Spannend, vielleicht, was die... Eigentlich müssen die nochmal richtig lang sein. 560 Yard, ja, das ist schon ziemlich lang. Oh, bergauf. Fairway. Boah, wichtig ist jetzt eigentlich nur, dass du auf das nächste Stück der Bahn kommst. Ja, meinst du, machen nach dem nächsten Schlag von Tigo, ne? Ja, ja. Also wenigstens, oh, Overswing, der muss passen. Es ist okay. Oh, der war doch ziemlich gepult. Nein, das ist okay. Okay. Die rote Linie wäre okay, aber ne, da komme ich nicht ran. Fairway. Jetzt muss ich, muss auf jeden Fall auf das neue Stück kommen. Mhm. So. War Push. Fairway. Yo. Okay, dann gucken wir mal. Ich bin noch mal. Oh mein Gott. Das ist... Oh, das ist scheiße. Du landest genau dazwischen, oder was? Du landest... Oh, ist das kacke. Ich weiß nicht, ob es reichen würde, wenn du vor der Lücke aufkommst, ob du dann zum Loch schlagen kannst. Ich glaube aber nicht. Ich habe kürzer geschlagen jetzt mit Absicht und hoffe, dass ich davor liegen bleib. Nee, du fällst drauf. Oh, fuck. Oh. Genau rein. Oh nein. Rough. Dann hätte. Ja, okay, dann schlag 100% und du kommst drüber. Dann müsstest du drüber kommen. Ich habe 93% geschlagen, weil ich gedacht habe, ich bleib davor liegen. War fail. Gut, aber 100% könnte auch sein, dass du ins Rough fällst. Dann bleibt er auch direkt liegen. Ah, perfekt. Yes! Bravo. Yes! Baby! Oh yeah, ah, ist okay. Okay, aber da war mit, perfekter Overswing. Aber Dalu kommt drüber. Ja, das kann sein. Ja, doch, Tigo ist darauf Genauigkeit, nicht auf Stärke. Mhm. Also, und wenn da das Ganze da hinten noch genau ein Gefälle hat, fliegst du weiter, als du angezeigt bekommst. 100% leicht nach links. Das wird nix. Oh, ich bin rausgefallen. Nice. Ja. Ich hätte auch machen Fairway müssen. Fairway. Aber vielleicht kommt ihr trotzdem. Ah, nee, ihr schlagt aus dem Rough. Rough ist richtig rough. Tschüss. Hast jetzt clever kombiniert. Oh, das. Wow, that was nice. Oh, in Busch. Nein, Quatsch. Der war echt gut. Der war gut. Fairway. Aus dem Rough raus. Auf dem Rough raus. Aus dem Rough raus war der ganz gut. Give me the shit. Ja, no, ja, patata, oh. On hook. Egal. Ist okay. Fairway. So. Jetzt. Oh shit, das ist aber kacke. Oh, das wird kacke. Inwiefern? Der Schläger, der mir angeboten wird, wird mich viel zu weit bringen. Okay. Ich hab Rückenwind und ich habe ihn perfekt getroffen. Aber ich habe Mana genommen und ja, das ist gut. Sehr gut. Sehr gut. Oh, guckt euch mal das Dingens an. Das Gefälle. Ja. Das ist krass. So weit schlagen wäre nicht gut. Landest du da hinten.
Oh Gott, das ist... Boah, wie machen wir das dann, ey? Oh mein Gott. Oh, oh, der kommt. Ja, ich hab ja, voll an der Mitte dran vorbei. Das... Aber der ist gut. Okay, dann gucken wir mal. Allee. Oh, der war scheiße. Oh, der kommt aber ziemlich mittig, ey. Ja, der war trotzdem verhauen. Good approach. Ach du Scheiße. Tiger Woods. Tiger Woods ist am Ball. Da fällt eine Dose um. Oh, wie close. Oh, angeschnippelt, ey. Die Dose war es, definitiv. Ihr liegt aber auf der richtigen Seite. Ihr liegt bergab. Ja. Das müsste eigentlich gehen. Nur nicht zu heftig. Oh. Ja. Okay. Schön. Oh, auf was? Das... Wow. Oh. Wow. Ich muss sagen, mit dem Spiel schneide ich echt gut ab, muss ich sagen. Boogie, wow. Letzte Bahn, really? Vor allem, es wurde... Selbst wenn du es getroffen hättest, wäre es in dem Fall ja nicht... Nee, nicht erster, aber... Clash. Nee, jetzt bist du letzter. Ich habe ja gesagt, wir wären! Jetzt bist du letzter. Nice Spiel. Quatsch, eigentlich war es zum Spaß. So, ja, also wir haben auf jeden Fall die Links, beziehungsweise die Codes und auch den Link zum Spiel finden unten in der Videobeschreibung. Spiel ist kostenlos, die Keys geben euch ein paar extra Schläger, wir hauen die alle unten in der Videobeschreibung. Wer zuerst kommt, mal zuerst, nehmt irgendeinen. Und ja, das wäre es erstmal mit Winning Putt gewesen. Ich muss aber sagen, ich fand's immer noch gut. Es ist ein produktplatziertes Video, viele denken da immer, dann ist die Meinung eh gekauft. Das machen sehr viele YouTuber auch was zu Winning Putt momentan, das seht ihr ja irgendwie auf jedem Kanal. Es hat aber Spaß gemacht. Es ist ein gutes Spiel, solange man sich abspricht. Genau, dass der, und am besten, der dass alle dieselben Schläge haben. Genau. Geld für das Spiel auszugeben, um sich Schläger zu kaufen, ist ja okay, aber dann sollten es auch die anderen tun, dass ihr halt immer gleich weit schlagt. Weil es ist schon krass, wenn einer irgendwie 20 Yard weiterschlagen kann, dann macht sich das bei manchen Bahnen schon bemerkbar. Wie hier zum Beispiel, wenn du da knapp über die Lücke kommst oder eben nicht und jemand, der Pay-to-Win hat, kommt auf jeden Fall rüber. So als Faktor. Also da muss man drauf achten, aber wenn alle dasselbe Gear haben, ob jetzt bezahlt oder nicht bezahlt, dann macht es richtig viel Spaß. Definitiv. Ich hoffe, euch haben die Videos gefallen. Schaut bei den anderen Kanälen vorbei und habt noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Tschüss. Haut rein.